Okay. Sollte reichen eigentlich. Entschuldigung. Kompost sollte ich vielleicht auch mal wieder bauen, machen, also ihr wisst schon, herstellen, lassen. Das ist einfach, was ich gerade rede. Oh, okay. Jetzt aber. Okay, wunderbar. Oh, nein. Okay. Da muss ich jetzt mal kurz reingehen und gucken, ob ich hier, ob ich also Holzfenster habe. Ich glaube nicht, aber ich gucke einfach mal. Was wir auch mal versuchen könnten. Ja, oder mache ich es genauso? Jetzt bin ich ein bisschen unentschlossen, man merkt es vielleicht. Nehme ich mal noch mit. Das irritiert mich ein bisschen, aber hey, egal. Wenn ich hier stattdessen und dann oben drauf muss experimentieren. Und ich brauche Treppen. Habe ich die jemals gelernt? Wahrscheinlich nicht. Ich gehe jetzt einfach darauf aus, dass nein. Nee, cool. Kann ich da mal zwei bauen? Wäre das möglich? Nein, mir fehlt genau ein Stein. Hallo, könnten da mal Steine rauskommen? Okay. Da, zwei. Dann brauche ich noch. Du bist der falsche Parasol, das macht aber nichts. Das trifft sich ganz gut, das ist der richtige. Das sieht irgendwie ziemlich kacke aus. Ich hatte es doch oben hingebaut. Warum ist es denn jetzt trotzdem unten? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Ich hatte es doch hundertprozentig oben hingesetzt. Merkwürdig. Ich wollte zwei bauen. Warum habe ich nur eins gebaut? Oh, manchmal, ne? Ja, wie? Ja, was? Komm. Bist du was Abbaubares? Ja. Okay, nächster Versuch. Was brauche ich denn? 20 Fetch, 30 Wood. Okay, kein Problem. 20 Fetch. 80, 35. 80, 35. 80, 35. Wenn ich da jetzt schnell genug hinrenne. Mit schnell meine ich.
die rasende Geschwindigkeit, die ich gerade drauf habe, dann könnte er vielleicht noch da sein. Muss er dann irgendwo hier sein? Achtzig und dreißig. Hier so. Aber es ist ja Pteranodon, das heißt, er bewegt sich. Der Spino kommt irgendwie näher. Oh, das Wetter jetzt, ne? Was euch alle. Okay, er ist noch da. Oh, wo? Ich sehe nix. Ey. 75, 35. Da ist er. Bist du's? Schaust irgendwie pink aus. Jawohl. Okay. Masterplan. Nicht wegfliegen. Ich bin sofort bei dir. Ich bin so schwer. Wir fangen damit an. Ich mache da nur neue. Ich weiß, dass ich Endkammer bin. Ist mir total egal. Hat das gefressen? Ja, okay. Oh, wobei, das könnte sich jetzt natürlich um Stunden handeln. Ja, alles klar. Ich muss mehr machen. Vor allem bräuchte ich. Ich bräuchte halt Raw Prime Meat, was ich nicht habe. Drei. Spark Powder. Oh, super. Okay. Das ist ja super jetzt. Vielleicht sollte ich den einfach auf die altbewährte Art und Weise tamen. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Okay, Kinders. Es macht einfach mehr Sinn, den jetzt so zu legen. Es tut mir leid. Please don't hate me. Fleisch, Fleisch. Wird ewig dauern, bis der jetzt fertig ist. Ist mal bei Goal. Mehr Fleisch. Oh, ah ja. Ja, hole ich gleich. Beziehungsweise. Ich stopfe ihm jetzt mal das Fleisch rein und dann gucke ich mal, was der für Kibbel braucht. Okay. Ja, ich weiß. Kibbelgucker, habe ich den schon gelernt? Ja. Kann ich den bauen? 20 Zement und 150 Metal Ingots. Okay. Das mit dem Kibbel wird erstmal noch nichts. Cool. Okay. Okay, der liegt da jetzt gut. Es tut mir jetzt leid, dass ich jetzt hier, aber das hätte jetzt alles zu lange gedauert. Das ist halt das Gute an der Immersive Taming Mod. Du kannst es auch auf die herkömmliche Art und Weise machen. Narkotics haben wir auch noch. Oh, geh mal über den Stuhl drüber renne. Wow, der Eierlieferant. So, Narkotics waren hier. Nein, da. Yes. 150 Metall, okay. Na gut. Müssen wir halt demnächst mal wieder Metall holen gehen. Oh.
frisst er denn, ist die Frage. Ja. Okay, und es geht tatsächlich schneller, wie wenn ich jetzt mit diesen Fischbaits getamed hätte. Deshalb tut es mir jetzt nicht so megamäßig leid, dass ich ihn so gelegt habe. So. Zurück zum eigentlichen Plan. Das darfst du mal behalten. Das Ei kriegst du auch. Die Baits kriegst du auch. Irgendwer hat auch noch die Gemüsebaits, fällt mir gerade ein. Oh, ich bin so schwer. Was ich jetzt mache. Ist hier mal so Art, Ding aufzustellen. Nur für den Fall der Fälle. Oh Gott, ich bin so langsam. Kommt mal ran, ihr zwei. Igor, nee, doch, Igor hat sich nicht angesprochen gefühlt. Doch, Igor hat sich angesprochen gefühlt. Igor hat keinen Sattel, fällt mir gerade ein. Ja, lad schön drüber, ist eine gute Idee. Ah? Okay. Das meint Dilo, ich wollte gerade schon die Pike zücken, aber das ist, glaube ich, Kleid, der da steht. Den hole ich jetzt mal wieder in den Stall. Macht der Torpor? Passt schon. Mach mich mal schnell leichter und dann komme ich wieder. Gut, ist das jetzt natürlich Narkobären immer weggeworfen hab. Jetzt hat man die trotzdem noch ein bisschen sammeln. Für so Fälle wie den hier. Komm mit. Wo ist eigentlich Arabella? Ach ja, da vorne. Die habe ich ja gerade zum Strohholen benutzt. Ich bin doof. Oh, das Tor. Jetzt mache ich erstmal die hier. Okay. Ich verstehe immer nicht, warum das vorher unten war. Aber egal. Jetzt ist natürlich. Das stimmt das mit der Höhe immer, aber ich kann mich wenigstens wieder ein bisschen bewegen. So. Warte. Place. Place. Jetzt wäre es natürlich total cool, wenn ich irgendwann Stego hätte, den ich mal eben platt machen kann. Habe ich aber natürlich nicht. Das haut jetzt auch nochmal hin, wie ich mir das vorgestellt habe. Die reichen auf keinen Fall. Wundervoll, wundervoll. Doch, warte mal, das ist ja Quatsch, was ich da mache. Quatsch, reicht aber an. Hallo. Schaut das überhaupt aus? Ich weiß nicht, mal gucken. Ja, es sind halt so Oberfinster. Ich glaube, das kann man schon machen. Okay. Jetzt wieder entleeren. Zum Terranodon zurückrennen. Ein paar Narcotics füttern. Er frisst halt extrem langsam, ne? Naja. Wird dauern. Ich meine, ich könnte. Könnte ja kurz mit Toll sammeln gehen. Beziehungsweise mal das, was ich jetzt gesammelt habe, eigentlich mal in die Forge schmeißen.
Immerhin. Was ist das ganze Spark-Powder? Okay, reicht scheinbar nochmal. So. Dann gehe ich mal kurz. Hab ich mir mal kurz Kregel, weil die hat einen Sattel. Juhu. Und nehme hier dich mit. Wen habe ich jetzt dabei? Der nicht den richtigen auf jeden Fall. Verdammt. Okay. Jetzt aber. Was macht das Bino? Da hinten. Lebt er noch? Ja, okay. Ich dachte schon. Vielleicht hat er eine Hai gefressen oder so. Archie, wir machen jetzt ein paar Titan Boas platt. Jetzt wird wieder neblig. Ich kann kotzen. Ey. Ganz kurz. Okay, hier waren vorher so viele. Aber wenn sie da noch sind, sehe ich es jetzt nur. Weil es neblig ist. Da ist einer. Ja, gut. Okay, drei Primi, die bringen wir jetzt schnell zurück. Vorher muss ich landen. Nix, bevor es nicht direkt vor mir auftaucht. So, drei schon mal besser wie keins. Und das Ganze machen wir jetzt direkt nochmal. Da hoffen wir, dass der Nebelbeutel wieder verschwindet. Bin immerhin schon mal. Ja. So, mal nur zurück. Jetzt sind diese Kack-Arschlochvögel wieder überall. Ich erwähnte, dass ich die Aufnahme mal beenden müsste, weil es passieren so viele Dinge. Okay, Nebel verzieht sich. Pronto traue ich mich jetzt nicht angreifen. Also es wäre schon gut, wenn wir mehrere Boas noch finden würden. Ja, mir ist warm, ich weiß.
Okay. Mal gucken. Also eine Schnecke, ob das die Schnecke ist. Ich glaube nicht, dass es so weit geschafft hätte. So, wo seid ihr denn, ihr hässlichen Viecher? Natürlich kein einziger da, echt. Also Sarko, aber das. Ey, die sind doch sonst hier überall. Und jetzt soll kein einziger da sein. Das glaube ich jetzt irgendwie nicht. Du nervst ein bisschen, weil ich sehe nichts, wenn du über mich drüber fliegst. Nö, kein einziger. Ey. Raptoren, die bringen aber kein Prime Meat. Rennt hier denn irgendwo nur ein Ego rum, zufällig? Ah, der Diplo. Der Diplo rennt da noch rum. Okay. Alles klar. Na dann. Da vorne. Im Ernst, ein Kanu hier oben? Level 11. Und Raptoren. Ja, toll. Tja, ich rechne mir meine Chancen jetzt mal eher so minimal aus. Okay, cool. Ist da was? Können wir mal gucken, was Prime Meat überhaupt bringt. Und was der Torpor so macht. Oh, ja. Er hat noch gar nichts gefressen. Oh, er frisst so langsam. Okay, ansonsten müssen wir uns halt einfach damit abfinden, dass es extrem lang dauern wird. Ich muss jetzt mal gucken, ob ich nur Narkos machen kann. Sonst haben wir, glaube ich, ein Problem. Sonst muss ich Bären sammeln gehen. Gut, wir haben ja ein paar Bärensammler. Das sollte jetzt eigentlich das Problem sein. So. 45. Okay. Oh, wir haben ja Beet. Stimmt, das habe ich vergessen. Okay. Also die Bären waren jetzt das Problem. Ich glaube, es war eher Spoiled Meat, oder? Okay. Oh, Primey bringt richtig. Du hast jetzt aber zwei auf einmal gefressen. Okay. So viel dazu. Alright. Topper steigt nur. Jetzt sind. Ne, jetzt steigt's wieder. Okay. Okay, steigt immer noch. Okay, jetzt sinkt wieder. Ich fütter ihm mal noch 5. Okay, Freunde.
Ich glaube, ich muss jetzt auf jeden Fall die Aufnahme hier mal beenden, weil ich werde langsam echt nervös, dass mir die Platte vollläuft und dann die ganze Aufnahme im Arsch ist. Deshalb, ich weiß es nicht, wie ich es mache. Ob ich den jetzt, ich meine, so spannend ist es jetzt nicht, hier zuzugucken, wie ich den Pteranodon tame. Ich meine, den Vorgang kennt man ja. Und vielleicht baue ich auch den Stall jetzt off-camera sozusagen fertig. Ich meine, ihr wisst ja jetzt, was ich mir vorstelle in etwa. Ja, okay, alles klar. Dann würde ich sagen, jetzt ist der Ausblick natürlich nicht schön, weil dunkel, wie üblich. Trotzdem stelle ich mich mal eben an den. Ja, hier fehlt natürlich jetzt. Warte, bitte. Geländer, egal. Ja, brennt doch alles ab, Mädel. Man kann nicht in First-Person-Mode gehen, wenn man hier sitzt. Okay, cool. Kein Problem, dann halt so. Dann bedanke ich mich an der Stelle fürs Zugucken. Ja, ich hoffe, es hat gefallen. Es hat euch unterhalten und ihr schaltet dann auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, macht's gut.